Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Willkommen zur Fortsetzung hier des Projektes in 375 Jahren um die Welt. Und ihr habt entschieden, es geht weiter mit dem Osmanischen Reich. 60-40 ging die Abstimmung aus zugunsten der Osmanen gegen die Parsai. Und wie ihr das gewohnt seid in dieser Serie, in Folge 0 werden wir nicht weiterspielen, also kein Gameplay heute, kein Fortgang der Dinge, sondern wir reden über die Geschichte des Osmanischen Reiches, über die Historie, die tatsächliche. Wir reden darüber, was hier passiert ist und was unsere möglichen Ziele als Osmanen sein könnten. Also lasst uns anfangen, lasst uns über das Osmanische Reich sprechen, das ja eigentlich in der Geschichte aufgetaucht ist im 14. Jahrhundert, im frühen 14. Jahrhundert, nach dem Gründungssultan Osman I. benannt. Ein kleines Fürstentum, das ungefähr das Kerngebiet vielleicht hier so hatte, kann man ungefähr beschreiben. Eines von vielen Kleinstaaten hier in dieser Region, die entstanden sind aufgrund der Auflösung des Seldschukenreiches, dem Rückzug der mongolischen Oberherren. Was ihnen dann im Weiteren zugute kam, ist der Zerfall des serbischen Königreiches hier. Das ermöglichte ihnen gewissermaßen Expansionsmöglichkeiten hier in Südosteuropa. Der eigentliche Gegner dieser frühen Zeit war vielleicht gar nicht so sehr Byzanz, sondern vor allem das Königreich Ungarn, das hier stark war in der Region, hier bei uns jetzt nicht mehr vorhanden ist. Ja, dieses Fürstentum wuchs zusehends und zwar vor allem erst einmal tatsächlich auf der europäischen Seite. Und insofern muss man sich fragen, was sind eigentlich die Gründe für den Erfolg der Osmanen in dieser frühen Phase, dann natürlich später auch gegen die anderen Fürstentümer. Und da kann man als erstes sagen, ja, sie hatten überhaupt diese günstige Expansionsmöglichkeit, auch aufgrund des Machtverfalls hier des großen serbischen Königreiches. Während die anderen Teilstaaten, die hier irgendwie in diesem Gebiet existierten, konnten nur gegeneinander expandieren. Das sind aufreibende Kämpfe gewesen hier unten, blockierten die Mamelucken weitere Expansion. Insofern war das hier eine günstige Lage, hier gewissermaßen an der Grenze. Und die Grenze ist ein zweiter Punkt, der gut war für die Osmanen, denn ja, hier gab es immer Konflikte auch mit, wie soll ich sagen, anderen, also mit sozusagen, das war die Grenze ja auch, die Religionsgrenze. Und diese Konflikte mit Andersgläubigen, die zogen viele Kriege an, Kämpfe an, junge Männer an, die sich beweisen wollten, die Beute machen wollten, die triumphieren wollten und auf diese Art und Weise vielleicht aufsteigen wollten, aus diesem ganzen Gebiet. Insofern erstarkten die Osmanen auch durch diese Gelegenheit überhaupt dort zu kämpfen. Und das Dritte war, was günstig für sie war, und das klingt jetzt ein bisschen merkwürdig, war die Nähe zu Konstantinopel selbst, zum Byzantinischen Reich, das hier noch so existierte, noch mit kleineren Besitztümern hier in Griechenland. Und zwar, warum? Weil die Byzantiner, die hatten immer interne Streitigkeiten, auch hier Probleme in Europa, und da engagierten sie gern oder verbündeten sich mit den Osmanen, um hier irgendwelche Erfolge zu feiern, um hier Kriegszüge zu machen oder so. Es gab also da Gelegenheiten der Kooperation. Das wiederum ergab für die Osmanen Möglichkeiten, sozusagen hier auch aktiv zu werden, überhaupt hier in diese Richtung zu expandieren. Das war also tatsächlich eher ein Standortvorteil. Ja, ganz wesentlich war dann in dieser frühen Phase Mehmet II., der Herrscher. Mehmet der Eroberer, 1451 bis 1481 waren seine Regierungszeiten als Sultan, und in seiner Amtszeit fiel dann auch der berühmt gewordene Fall von Konstantinopel 1453, aber noch eine noch viel größere Ausdehnung hier auch vor allem in Anatolien. Also hier hat man sozusagen dann die gesamten Gegner irgendwann besiegt gehabt, oder die anderen kleinen Fürstentümer konnte das vereinigen. Und wenn ich das mal so grob skizzieren würde, ich glaube, am Ende von Mehmets Regierungszeit, ja, war das ungefähr dieses Gebiet, was osmanisch war. Kann man vielleicht so ganz grob mal anzeigen. Was dabei wichtig war, sie grenzten damit erstmals auch ans Mamelukenreich. Das wird dann später noch bedeutsam sein, dem anderen großen Staat hier in dieser Region. Und es gab da auch durchaus Kontakte, Zusammenarbeit, teilweise Bündnisse, Zweckbündnisse aus bestimmten Gründen. Aber später wird das noch relevant werden. Vorher können wir uns nochmal fragen, wie eigentlich die innere Struktur dieser
dieses Osmanischen Reiches war. Und es ähnelte in einigen wenigen Punkten durchaus so ein bisschen auch dem Lehnsprinzip, das wir kennen in Europa oder in Westeuropa. Und zwar gab es dort sowas wie ein Timar. Das war auch so eine Landgabe gewissermaßen, die verbunden war mit der Verpflichtung zu kämpfen und, ja, ich weiß gar nicht, Abgaben sicher auch zu zahlen. Der Unterschied ist aber, es war kein richtiges Lehen. Es gab auch keine Lehenspyramide, das heißt, es gab sozusagen keine Unterlehensverhältnisse. Alle waren direkt dem Sultan gewissermaßen untergeordnet. Es gab keine weitere Untergliederung in der Gesellschaft, zumindest nicht auf dieser formalen Ebene. Natürlich waren manche mächtig, viel mächtiger und viel reicher, aber erstmal prinzipiell waren alle unter dem Sultan gewissermaßen gleich. Das ist, glaube ich, einmal wichtig zu verstehen. Dann gab es auch keine eigene Gerichtsbarkeit. Also theoretisch war im Prinzip der Sultan der oberste Richter, wobei in der Praxis dann natürlich auch von anderen Richtern ausgeübt wurde. Aber das unterscheidet das von dem europäischen Lehnssystem. Ganz wichtig waren die Janitscharen für das Osmanenreich. Das waren ja im Prinzip die Fußsoldaten, wenn man so sagen kann. Das war nicht nur irgendwie eine kleine Gruppe, sondern es war ein großer Teil der Armee, die zwangsrekrutiert wurden. Meistens, zumindest in der Anfangszeit, christliche Bauernsöhne, die zwangsrekrutiert wurden, die in anatolische Dörfer gesteckt wurden, wo sie dann die Sprache, den Glauben anerzogen bekommen haben und dann in die Armee geholt wurden und dort durchaus sehr privilegiert waren. Sie waren steuerfrei gestellt und unterstanden auch einer eigenen Gerichtsbarkeit. Im 15. Jahrhundert galt die Armee der Osmanen nahezu als unbesiegbar. Einer der Gründe wird es sicher sein, sie haben ja auch gegen einen großen Kreuzzug, gegen einen Kreuzfahrer her gewonnen. Einer der Gründe wird es sein, dass eben diese Armee zentral organisiert war. Also alle kämpften sozusagen unter dem Befehl des Sultans oder seiner Befehlshaber, während in der Regel die christlichen Heere, die dort auftauchten, auch aufgrund dieses Lehnssystems im Übrigen, Bundesheere waren. Das heißt, es gab sozusagen ganz viele Anführer, die teilweise ihr eigenes Ding, ihre eigenen Interessen durchgezogen haben. Und das führte meistens nicht zu einer sehr effizienten Form der Kriegsführung. Ja, ganz wichtig, neben den Janitscharen, oder das steht durchaus ein bisschen im Zusammenhang, denn das Prinzip war durchaus ähnlich. Die wichtigsten Verwaltungsämter und auch die Führung der Armee oder so, die rekrutierte sich eben nicht wie in Europa aus den Adligen, aus den Lehnsnehmern, aus den Großen und Mächtigen des Reiches, sondern ganz anders. Das waren, ja, die wurden erzogen und ausgebildet in einer Palastschule, in einer Pagenschule. Auch das waren Jungen, die man ja meistens sozusagen auch zwangsweise eingezogen hatte, sich geholt hatte. Und die, das nannte man Knabenlese, oder auch Kriegsgefangene, die dann dort erzogen und ausgebildet wurden, die dann auch teilweise irgendwo anders hingeschickt wurden, die so eine Ämterlaufbahn durchliefen. Am Anfang waren sie eben Pagen im Palast beim Sultan und bekamen dann immer verantwortungsvollere Aufgaben, wenn sie sich bewährt hatten. Und die stiegen dann zu hohen Würden auf, wurden ganz wichtige Amtsträger, so dass im Prinzip das gesamte Staatssystem auf den Sultan zugeschnitten war, viel zentralistischer alles organisiert war als zum Beispiel in Europa. Ein weiteres wichtiges Prinzip war, das hatte Mehmet II. Eingeführt, dass ja ein Sultan als eine der ersten Amtshandlungen seine Brüder umgebracht hat, um Erbstreitigkeiten zu behindern. Es gab auch keine jetzt formal festgelegte Erbfolge nach dem Motto, dass der Älteste es wird. Das gab es dann meines Wissens später, aber in dieser ersten Phase nicht, sondern im Prinzip waren alle potenzielle Nachfolger und das gab dann einen inneren Machtkampf, der war gewissermaßen institutionalisiert und wer sich da durchsetzte, der wurde Sultan und der brachte dann seine Brüder um. Und insofern ist das ein ganz perfides System, weil das dazu führte, dass sozusagen der Nachfolgekonflikt noch maximal möglich forciert wurde, weil jemand, der sich nicht um eine Nachfolge bewarb als Bruder, der war quasi zum Tode verurteilt. Das heißt, aus eigenem Überlebensinteresse
musste man sich eigentlich bemühen, Sultans zu werden, um nicht ermordet zu werden. Ja, ein sehr, sehr, sehr perfides System. Das existierte so bis ins 17. Jahrhundert hinein. Und ich glaube, dann war es dann die älteste Nachfolge meines Wissens. Ja, dennoch gaben sich die osmanischen Herrscher nicht damit zurück. Es gab weitere Konflikte, weitere Ausdehnungsprozesse. Wichtig war das Schwarze Meer natürlich für das Osmanische Reich. Mehrerlei Hinsicht. Das war lange Zeit ein osmanisches Binnenmeer, so kann man sagen. Wobei hier oben nördlich, das war eher so Niemandsland. Wir haben, ich habe ein bisschen in meinem Ukraine-Video über die Kosaken gesprochen und sowas alles. Das spielte da eine große Rolle. Wichtig auch die Krim-Tataren hier, die lange Zeit oder die gewissermaßen ein abhängiges Fürstentum von den Osmanen waren. Warum? Also das Schwarze Meer war natürlich handelstechnisch enorm wichtig, aber es war durchaus auch aus einem anderen Grund wichtig, und zwar später, jetzt greife ich ein bisschen vor in der Zeit, ehrlich gesagt, später war dann Mekka und so, die heiligen Stätten waren im Besitz der Osmanen, und es gab einen großen Konflikt zwischen Sunniten und Schiiten zu den iranischen Gebieten, zu Persien, und alle Muslime, die sozusagen hier auf der anderen Seite gewissermaßen lebten, die wollten ja gerne auch nach Mekka pilgern, aber das konnten sie nicht, weil die Schiiten dazwischen waren. Und deswegen war diese Route hier nordwärts über das Schwarze Meer, über Istanbul und dann nach Mekka, die war extrem wichtig. Und das war durchaus ein Grund, warum auch die Osmanen das Schwarze Meer sozusagen und auch die Nordküste des Schwarzen Meeres kontrollieren wollten, um diesen Pilgerzug auch weiter zu befördern. Sie sahen sich als Hüter, Beschützer des sunnitischen Glaubens an. Ich hatte schon die Mamelucken erwähnt, zu denen es dann bald eine Grenze gab und ja, dann auch Konflikte. Offenbar, ich glaube, man merkte relativ schnell, dass hier dieses Gebiet hier, das Rote Meer, dass das für den Handel, vor allem nach Indien, extrem wichtig und lukrativ war. Und so kam es dann zum Krieg, den die Osmanen in kürzester Zeit, in erstaunlich kurzer Zeit, innerhalb eines Jahres, im Jahr 1516, 17, gewonnen hatten. Und damit änderte sich eigentlich die geopolitische Lage auf enorme Art und Weise, denn plötzlich lag im Prinzip die Kernlande der islamischen Welt im Gebiet der Osmanen, Kairo, Aleppo, Damaskus. Und sie kontrollierten diese so wichtigen Handelsströme, ich erwähnte es schon, nach Indien und auch noch den Kaffeehandel. Also das war schon enorm, enorm wichtig. Der nächste große Herrscher, den man jetzt nennen muss, ist Süleyman der Erste, der Prächtige, der 1520 antrat zur Regierung. Der sorgte dafür, dass das Königreich Ungarn geschlagen wurde. Da gab es eine große Niederlage der Ungarn. Dann begann eben der Krieg, der berühmte Krieg gegen die Habsburger, wo es dann tatsächlich auch beinahe dazu gekommen wäre, dass Wien gefallen ist. Es gab ja zwei große Belagerungen von Wien durch die Osmanen. Und bei der Belagerung hatten die Wiener oder hatten die Habsburger wirklich Glück, weil das hätte knapp werden können. Ich glaube, das Wetter half ihnen dort sehr weiter. Dann wichtig in dieser Zeit, Zypern fiel an die Osmanen, also da gab es Kriege gegen Venedig, trotz der großen Niederlage gegen die Heilige Liga, die Seeschlacht von Lepanto. Das hatte kaum Auswirkungen, Zypern fiel dann doch in osmanische Hände. Ja, und man begann in dieser Zeit im 16. Jahrhundert Kontakte nach Europa durchaus diplomatischer Natur zu knüpfen, vor allem mit Frankreich, gab es richtig, ja, Bündniskontakte und mit Großbritannien, da bemühte man sich. Frankreich war ein natürlicher Bündnispartner gegen die Habsburger, die hier bei uns nicht mehr existieren, na fast nicht mehr existieren. Und England war ebenfalls ein Bündnispartner aus religiösen Gründen gewissermaßen, ein antikatholischer Verbündeter. So, dann sollte man erwähnen, dass die Osmanen durchaus auch hier in Richtung Indien schielten, also wo sie schon einen Teil dieses Handelswegs kontrollierten, wollten sie sich nicht die Butter vom Brot nehmen lassen, als die Portugiesen hier auftauchten, die das Ziel hatten, ja hier den Gewürzhandel komplett zu monopolisieren.
Es gab tatsächlich kriegerische Auseinandersetzungen mit den Portugiesen um Hormus. Ich glaube, das eroberte man auch von den Portugiesen, und eine osmanische Flotte tauchte dann tatsächlich hier vor Diu auf in Indien. Allerdings gab es da dann eine herbe Niederlage. Die gesamte Flotte dort wurde zu dieser Zeit vernichtet. Und seitdem haben es dann auch die Osmanen sein gelassen, hier sich großartig weiter zu engagieren. Wenn wir nochmal innenpolitisch gucken, ist das natürlich ein Riesenreich geworden, und diese Grenzen, die wir jetzt haben, sind den echten Grenzen gar nicht so unähnlich, muss man sagen. Also ihr ahnt sozusagen, was für eine Dimension das hat. Aber das war natürlich alles nicht so straff organisiert, wie wir das heute irgendwie kennen, sondern es gab eine hohe Autonomie in den Regionen, viel Korruption und so weiter und so fort. Also sehr eigenständige Provinzgouverneure und vor allem reiche Timare. Ich weiß gar nicht, ob man das zu denen sagt, oder Timarbesitzer. Und es gab im Übrigen, also es war kein zollfreier Raum, es gab Binnenzölle, also die Binnenwirtschaft wurde auf diese Art und Weise abgeschöpft. Das war eine lukrative Einnahme für die osmanischen Herrscher. Dementsprechend gab es auch wirklich Phasen der großen inneren Instabilität, vor allem um das Jahr 1700 herum oder Ende des 17. Jahrhunderts oder im 18. Jahrhundert. Da gab es Bürgerkriege. Aufgrund eben dieser hohen Unabhängigkeit und Selbstständigkeit und Autonomie in diesen Provinzen, die einzelnen Gouverneure hatten eigene kleine Armeen, mit denen sie vor Ort agierten. Das sollten sie auch haben. Und ja, sowas führt dann sehr schnell dann zu, ja, so einer Selbstständigkeit, Autonomiebestrebung, Rebellionen. Im Großen und Ganzen hielt das Reich dann aber doch zusammen, aber die Korruption war hoch. Es gab, ja, die Münze wurde immer schwächer, die Janitscharen begehrten auf, weil ihr Sold nicht entsprechend gezahlt wurde und so weiter und so fort. Die Macht des Herrschers trat auch immer weiter zurück, des Sultans. Das Ganze wurde ein bisschen professionalisierter. Also wir reden hier von Großvisieren, die so ein bisschen wie Ministerpräsidenten Teile der Regierungsgeschäfte übernommen haben, gerade im 18. Jahrhundert, in dem Jahrhundert, in dem wir uns befinden. Das muss man aber nicht unbedingt als Niedergang bezeichnen, sondern das ist ein Prozess, der ja auch in europäischen Staaten stattfand. Also eine Bürokratisierung ist auch eine Form von Professionalisierung. Das heißt, auch schwächere oder ja, unfähigere Herrscher, deren Schwäche wurde auf diese Warte, konnte auf diese Art und Weise auch kompensiert werden, muss man sagen. Übrigens, in dem Punkt muss ich mich nochmal korrigieren. Also diese Bürgerkriege, von denen ich sprach, das war doch eher Ende des 16. und des 17. Jahrhunderts, nicht so sehr im 18. Jahrhundert. Was noch wichtig ist, was ich noch vergessen habe, nochmal einen Schritt wieder zurück. Kreta fiel dann auch an die Osmanen schließlich im 17. Jahrhundert, und dann natürlich die zweite Belagerung von Wien im Jahr 1683. Und das war wirklich ein Wendepunkt. Also da muss man sagen, diese Belagerung war anders als die erste, auch schlecht durchgeführt, schlecht vorbereitet. Die Osmanen waren überhaupt nicht informiert über die großpolitische Wetterlage, dass da der polnische König mit einem Entsatzheer ankommt. Damit haben die überhaupt nicht gerechnet. Und das ist natürlich eine schlechte Planung. Man hatte eher daran gedacht, dass die Polen Frankreich freundlich sind, und Frankreich war ja ein Freund der Osmanen und so weiter. Da hat man sich also ein bisschen, hat man falsch kalkuliert. Wie auch immer, diese Niederlage war wirklich wesentlich, denn anders als im Ersten Krieg, da haben es die Habsburger nicht geschafft, irgendwie das zu nutzen, diese erste Niederlage der Osmanen vor Wien. Hier konnten sie es nutzen. Sie gingen in die Gegenoffensive, und Teile des ungarischen Königreiches fielen dann wieder zurück an Österreich. Bedeutsam wurde dann immer später zunehmend hier der Konflikt mit Russland. Auch das war schon Thema hier in unseren Exkursen. Vor allem erstmal war das relevant, weil die Kosaken, von denen wir auch schon mehr gehört haben, die, ja, die betätigten sie sich auch als, tatsächlich auch als Piraten. Mit kleinen Schiffen sind die mal ebenso hier rüber gefahren und haben hier die Küsten der Osmanen irgendwie beraubt. Und deswegen hatten die Osmanen auch ein großes Interesse, auch die Küste des Schwarzen Meeres zu befestigen und zu
kontrollieren. Und diese schon erwähnten Krim-Tataren, die jetzt wichtig wurden als unterstelltes Fürstentum, ja, die kämpften an der Seite Osmanen, waren aber auch so ein bisschen ein unsicheres Element, machten eine eigene Außenpolitik gegen die Russen, gegen die Polen, sorgten dort immer für Ärger und so weiter. Wichtig vielleicht noch, und damit kommen wir jetzt auch in unsere Zeit und damit mehr oder minder auch zum Ende, ist dann die großen Konflikte zwischen den Osmanen und den Russen, vor allem der russisch-osmanische Krieg 1768 bis 1774. Das, die Zeit habt ihr vielleicht schon kennengelernt, wenn ihr mein Video ja auch zu Polen gesehen habt, zu dieser Münze. Da mischen sich die Osmanen ein, weil sie gewissermaßen nicht wollten, dass die Russen mehr Einfluss auf Polen gelangen. Polen reichte ja bis hier unten hin, war insofern ein wichtiger Nachbar gewisserweise. Und das wollten die verhindern, hatten den Russen dann auch in dieser Phase den Krieg erklärt, führte dann allerdings zu einer Niederlage und zum Verlust mittelfristig der Krim. Und das war natürlich ein dramatischer Einschnitt, weil erstmals ging sozusagen kernmuslimisches Land verloren, zweitens verloren sie das Schwarze Meer als Binnenmeer und die russische Flotte war seither im Schwarzen Meer aktiv. In diesem Krieg ist die russische Flotte tatsächlich von der Ostsee aus hier ins Schwarze Meer gesegelt, hat dort die osmanische Flotte zerstört und ist seitdem nicht mehr aus dem Schwarzen Meer gewissermaßen rausgekommen, sondern da drin geblieben. Ja, das ist der Stand der Dinge. Also historisch, was ich noch vergessen habe, es gab noch einen großen Konfliktfeld im 16. Jahrhundert, vor allem hier mit dem Iran, mit dem Schah dort. Und da kam es aber zu keinen großen Bewegung, da einigte man sich dann irgendwann auf die Grenze, die dann auch Bestand hatte. Also man kann sagen, es gab hier ein Konfliktfeld historisch, es gab hier den russischen Konfliktfeld, es gab Konflikte in Polen-Litauen und natürlich mit Habsburg und Venedig. Also an allen Ecken und Enden und natürlich die frühen Konflikte mit Kastilien hier ums Mittelmeer, aber das flachte dann relativ schnell ab. So, das ist im Prinzip so ein großer, sehr grober Überschau der osmanischen Geschichte. Also verzeiht, das war alles sehr, sehr knapp und verkürzt, aber ich denke, um einen ersten groben Überblick zu bekommen, war das hoffentlich ganz hilfreich. Gut, dann lasst uns jetzt nochmal besprechen, wie die Situation eigentlich hier aussieht. Unser Herrscher ist ja Süleyman II., finde ich ganz cool eigentlich, weil er damit vielleicht anknüpfen kann an Süleyman I., den Prächtigen. Ich glaube, in der osmanischen Geschichtsschreibung heißt er der Gesetzgeber oder Gesetzbringer oder sowas. Nun gut, ob er das auch tut, weiß man nicht. Er ist eher der Grausame. Vielleicht wird er so in die Geschichte eingehen. Was jetzt wichtig ist, glaube ich, erstmal ganz wichtig, die Glaubenssituation. In diesem Fall ist es so, dass die Sunniten gewissermaßen hier zumindest in dem Bereich mehr oder minder gewonnen haben, wenn man das so sagen darf. Die Schiiten sind im Dekan. Das ist das einzige große schiitische Land. Insofern gibt es hier überhaupt keine Konflikte mehr zwischen den Osmanen und Persien. Und sie sind auch Bündnispartner. Zusammen mit den Tunesiern und den Jemen. Also es gibt ein großes schiitisches Bündnis hier in dieser Hinsicht. Das ist vielleicht erstmal wichtig. Das heißt, an diesen ganzen Fronten gibt es eigentlich meines Erachtens Ruhe und nichts zu klären. So. Es gibt jetzt ein naheliegendes Ziel und dann diverse Optionen in der Zukunft oder mehrere naheliegende Sachen. Erstmal würde ich sagen, naheliegend müsste es sein, historisch diese Inseln Zypern und Kreta zu bekommen. Das ist sozusagen ein Stachel in unserem Fleisch hier. Auch wichtig für die ganzen Handelslinien, die vielleicht jetzt nicht mehr so relevant sind. Aber dass Venedig hier noch so stark präsent ist, das können wir eigentlich nicht dulden. Und das zweite wirklich strategische Ziel wäre es, dass wir wieder die Russen hier vom Schwarzen Meer zurückdrängen. Das sind so naheliegende Sachen. Das nächste wäre sicher die Walachei, als ebenfalls sozusagen als Stachel hier im Fleisch der Osmanen. Dann hätte man ein relativ kompaktes Gebiet erstmal. Und dann muss man so ein bisschen die Möglichkeiten auch so in Betracht ziehen, die dann entstehen oder beobachten. Weil, und das ist jetzt wirklich eine wichtige Geschichte, weil es ein großes Bündnis gibt zwischen Russland, Polen und Venedig. Und dieses Bündnis in seiner Gesamtheit ist den Osmanen, selbst den Osmanen zusammen mit den Persern, weit überlegen. Also derzeit haben wir, glaube ich, irgendwas bei 250.000 Soldaten oder so. Ich gucke mal kurz. Ne, 350.
dass die Gegenseite, also die Russen, die Polen und die Venezianer, die haben zusammen 650.000 Mann im Moment im Felde. Also ein Krieg gegen dieses gesamte Bündnis ist im Moment völlig unrealistisch, meines Erachtens. Also man muss versuchen, irgendwie die auseinander zu dividieren. Man muss versuchen, vielleicht andere Ziele zu finden. Im Moment gibt es tatsächlich eine ganz interessante Gelegenheit, wenn man sich Venedig anguckt. Hier wäre Russland ganz knapp nicht dabei, weil sie riesige Schulden haben. Ihr seht es, 10.000 Goldstücke. Das war was, was ich leider bei meinem Rückschauvideo nicht erwähnt hatte und auch noch gar nicht gesehen hatte. Also das ist natürlich eine günstige Gelegenheit. Portugal selbst ist auch nicht dabei, weil sie hochverschuldet sind. Man würde hier in einem Krieg gegen Venedig nur gegen Kirchenstadt und Sachsen im Moment kämpfen. Vielleicht kriegt man noch Persien mit rein. Ja, allerdings ist das Zeitfenster vermutlich knapp und das Blöde ist, dass wir am Beginn jetzt noch nicht wirklich gut aufgestellt und vorbereitet sind. Aber solche Gelegenheiten muss man, glaube ich, suchen, um jetzt die Ziele zu erreichen. Was natürlich eine große Vision wäre. Da gibt es ja auch ein Achievement, was hier aber nicht relevant ist. Natürlich in der Nachfolge des Oströmischen Reiches, in der symbolischen Nachfolge Moskau und Rom gewissermaßen einzunehmen. Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich eine Option ist. Aber Wien ist natürlich wiederum interessant. Wien wäre schon ein schönes Ziel, einfach aus historischen Gründen. Also, natürlich geht es darum, irgendwie zu expandieren. Und vor allem an dieser Grenze zu expandieren, also eigentlich nur an dieser Grenze zu expandieren. Die ersten Ziele habe ich genannt, die Inseln hier, das Schwarze Meer, die Walachei und alles, was dann kommt, muss man einfach von der Situation abhängig machen. Das würde ich jetzt einfach noch nicht festlegen. Diplomatisch ist es aber interessant. Wir können, glaube ich, die historische Konstellation wieder aufnehmen. Schaut mal, Kaiser François IV. Ist uns freundlich gesinnt. Ein Bündnis würde sehr, sehr nahe liegen. Leider kämpft Frankreich gerade gegen Bayern, weil Bayern wäre auch noch ein perfekter Bündnispartner. Auch sie würden mit dabei sein. Auch sie sind uns gegenüber freundlich gesinnt, weil es eben gleiche Rivalen und gleiche Gegner gibt. Ich hoffe, dieser Krieg zwischen Frankreich und Bayern um Flandern wird nicht allzu lange anhalten. Denn ansonsten wäre das, glaube ich, eine ganz gute Konstellation für unsere weiteren Pläne. Okay, das war mein erster Einblick hier in unsere Pläne in die osmanische Geschichte und dann geht es in der nächsten Folge richtig los. Bis dahin macht's gut, euer Steinwall.